Als bester Scorer der Liga will er heute wieder aufrufen. Und gleich geht's los. Gleich kann er uns zeigen, wie gut er auch heute wieder drauf ist. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß. Neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Die Royals gegen Nordirland. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Die Ecke kommt. Er bringt den Ball nicht raus. Ein unfassbares Tor. Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbinden, aber ja, dieser Befreiungsschlag ist zu schwach. Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn der Treffer fällt. Das war. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Chance zur Führung. Wichtig, dass sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, da haben wir erstmal alles im Blick. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. So, die Chance jetzt. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Die erste Parade war gut, aber dann bekommen sie halt den Nachschuss und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Er kann erstmal durchatmen. Da wäre Platz für einen Konter. Nur der Ado-Treffer und das wird sie mächtig ärgern. Das Ding hätten sie. Da sieht er. David Neres. Da ist der Schuss. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Der Ball kommt rein. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Tor für RB Leipzig. Die Nummer 9. Den lenkt er gut über die Latte. Sie bekommen hier noch eine Ecke. Schauen wir noch mal drauf. Ganz sicher. Der Ball kommt rein. Beide gefährlich nach dieser Parade. Sie bleiben im Ballbesitz nach dieser tollen Parade. Und es war wichtig, dass sie danach setzen. Und dass sie es nochmal versuchen. Im Nachschuss das Tor. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade. Oder gut. Er geht schön dazwischen. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse, Alter. Riesenchance. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Parade ist gut, Parade ist richtig gut, aber dann schlägt die Abwehr. Das müssen sie besser machen. Den Nachschuss darfst du so gar nicht erst zulassen. Was machen? Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Ball kommt in die Mitte. Ball kommt an, was machen sie noch? Auch hier steht der Gold richtig, der kann den Schuss blocken. Das Tor, volle genommen, ganz starke Szene. Da kommt nochmal die Wiederholung, Flanke wird reingebracht. Und dann sieht man, das Glück, volle, trifft den Ball nicht wirklich.
Lindberg. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Klasse Tor aus großer Entfernung. Das hat er wirklich gut gemacht. Entfernung ab und der Ball ist drin. Keine Chance für den Keeper bei dieser Power, bei dieser Technik. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Alles frei. Gute Flanke. Weiter den Ball. Und dann der Platz. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein und dann macht er das. Überlegt mit ganz viel Ruhe und Geduld. Lindberg. Schöne Flanke aufgeladen von. Der Ball an den Posten und wieder ins Feld. Das ist der Treffer. Hier sehen wir noch mal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Macht er gut, gefährlicher Heber. Der Ball ist drin, super Timing beim Kopf. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Pfeffer. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Was für ein Treffer, das aus dieser Entfernung. Also, da darf er sich zu Recht feiern lassen. Schöner Treffer, wir sehen uns die Wiederholung als aus der Distanz. Einfach nur die Aufgabe, wenn der Ball dazu kommt. Das wird zu der Mann. Philipp Billing. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Guter Ballschuss. Das Tor, voll genommen. Ganz starke Szene. Da kommt die Flanke und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. Guter Pass jetzt. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Schauen wir ihm ins Gesicht, ja. Mann auf der Torhüterposition. John Stones spielt mit Jason. So, die Chance jetzt. Das Tor, voll genommen. Ganz starke Szene. Wir schauen noch mal auf den Treffer. Da ist zuerst die Flanke. Und dann dieser herrliche Abschluss mit dem Halbvolley. Ball dann kurz auf und dann angezogen. Das Tor. Sauber vom Ball getrennt hier. Im Moment sieht es ganz gut aus. Sie erarbeiten sich Chance um Chance, aber die Chancenverwertung, da hapert es. Sie warten auf die Führung. Vielleicht gelingt Ihnen bei diesem Angriff jetzt mal was. Sie holen sich den Ball. Guter Pass. Wichtig, dass er den abholt. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Der Treffer lag in der Luft. Der kann gerade noch klären. Und Tor! Schon überraschend, der Treffer. Bisher waren sie ja noch nicht so gut drin in dieser Partie. Aber da müssen sie jetzt dranbleiben, sich weitere Chancen erspielen. Dann kann das noch was werden.
Die Ecke kommt. Erstmal der Befreiungsschlag. Da ist die Flanke ins Zentrum. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und dann ist das natürlich klasse gemacht mit ganz viel Auge, ganz viel Gefühl und das Ding kannst du...